So, nächste Aufgabe. Wir haben folgende Aufgabe, und zwar eine Gerade ist gegeben durch die entsprechende Gleichung hier und eine Ebene, wieder die von vorhin. 4x plus 3y ist gleich 4. Wir werden dann 4x1 und x2 daraus machen, es geht schöner. Und gesucht sind Punkte, die auf der Geraden liegen, aber die einen Abstand gleich 2 zur Ebene haben. Also nochmal kurz dargestellt, wenn ich hier irgendwo eine Ebene liegen habe, unsere sieht anders aus, weiß ich. Hier kommt die Gerade G durchgeschossen, hier ist die Ebene E2, die Gerade geht hier weiter und dann soll Folgendes passieren. Nehmen wir an, hier wäre der Abstand 2, der lotrechte natürlich, der lotrechte Abstand. Dann muss hier hinten, also das mache ich jetzt mal hier im Verborgenen, muss hier hinten auch irgendwo ein Punkt existieren, der auch den Abstand 2 hat. Also hier ist Abstand 2 und hier ist auch Abstand 2. So, das soll es irgendwie geben. Das zum Grundsätzlichen. Da müssen wir uns dann, die Skizze habe ich oben nochmal, da müssen wir uns dann immer wieder drauf berufen. Gut, wie gehen wir ran? Überlegen wir mal. Wenn ich schon gerade von der Skizze so sprach, dann muss irgendwie diese Gerade da durchstoßen, sonst würde keiner nach den Punkten fragen. Ne? Wenn die durchstößt, dann können wir auch so ein Bild entwickeln. Wie gehen wir dann weiter vor? Lassen Sie uns mal diskutieren, ich mache eine Pause. Erste Idee, um diese Skizze zu erhalten, also mit diesem Durchstoßpunkt, ich erinnere nochmal hier oben, hier, um diese Skizze mit Leben zu erfüllen letzten Endes, kam jetzt der Vorschlag, also hier die Prinzipskizze, hier ist der Abstand 2, das wissen wir schon, wir müssen den Durchstoßpunkt ermitteln, das heißt, wir setzen Ebene und Gerade einfach gleich. Dann machen Sie es jetzt mal, ich mache wieder Pause. Wenn wir hier eine gemeinsame Lösung finden wollen, dann dürfen wir eins nicht machen, das ist ein bisschen gefährlich, also es gibt vielleicht Profis, die machen das, die sagen, ich setze eisekalt hier die Ebenengleichung, ist gleich Geradengleichung. Schreibe ich einfach hin, werde ich schon verarzten und irgendwie verwursten den ganzen Kram. Leichter geht's so, wieder zurückverwandeln. Hier haben wir es gemacht der Vorstellung wegen, damit wir wissen, wie das Ding aussieht. Rein rechnerisch ist es so leichter. Nehmen wir die Originalform, wie sie da stehen haben, mit x1, x2. Und aus der Geradengleichung, da ziehen wir diese Teile hier raus. Hier, das ist der und so weiter und so fort. Und jetzt können wir einsetzen. Und zwar diesen ganzen Kram hier, den setzen wir jetzt hier drüben ein. Und da mache ich wieder Pause, denn das dauert sonst zu lange. So, wir haben das jetzt mal ganz schnell aufgelöst und da steht, komischerweise, t ist gleich 0. Na gut, daraus folgt, dass der Durchstoßpunkt muss bei 1,02 sein. Sprich, genauso wie der Ortsvektor der Geraden ist. Der wird also hier oben, bezogen auf unsere Skizze, haben wir einen Ortsvektor mal eingemalt, bei 1,02 knallt er durch unsere Ebene durch. So sieht das Ganze aus, wenn ich das hier mal 1 in Richtung x1 bedeutet, der wird hier oben durchstoßen. Aber der Abstand 2, der wird hier kaum gewährleistet sein und hier oben auch noch nicht. Hier dauert das alles noch ein bisschen. Ich müsste das wahrscheinlich sonst wie weit rausmalen und hier unten auch. Das würde jetzt unser ganzes Bild zersprengen. Also den Abstand müssen wir hinkriegen. Und jetzt kommen wir wieder auf unsere Geschichte. Hier, darum geht es. Hier, um diese 2. Und wie war das doch? Ein Abstand ist doch ein Betrag eines Vektors, nennen wir ihn einfach mal a, ergibt sich aus der Wurzel seiner einzelnen quadratischen Komponenten und so weiter. So müssen wir ran. Was stellen wir für eine Gleichung auf? Wir tasten uns mal ran, wie wir die Gleichung aufstellen müssen. Wir wissen ja, ich sage jetzt einmal frecherweise a², b², c², einfach drei Vektoren, was ganz Allgemeines hier. Und das jetzt hier irgendwie verwursten, also das müssen wir irgendwie hinkriegen. 2 ist gleich Wurzel aus irgendwas. Wie kriegen wir die Wurzel weg? Hoch 2, quadrieren. Also hätten wir 4 ist gleich und dann steht der ganze Kram hier unten weiter. So müssen wir rangehen. Und das jetzt bezogen auf unsere Geschichte. Aber Achtung, es geht um Punkte, die auf der Ebene auch noch senkrecht stehen. Also wir brauchen wieder eine Art normalen Vektor, einen angepassten normalen Vektor, der die Länge 2 hat. Da müssen wir hin. Und das, ich mache wieder Pause. Wir machen jetzt an der Stelle mal kurz weiter. Ich werde dann dazu noch ein extra Video reinstellen und die Lösung hier weitermachen. Also hier gibt es dann einen Link zur Lösung. Den können Sie sich in Ruhe dann betrachten und ich werde so ausreichend erklären, dass wir dann richtig weiterkommen. Also wir haben das jetzt durchdiskutiert, sind aber unter Zeitdruck, müssen noch eine andere Aufgabe machen. Ich mache hier das Video dicht und es gibt einen zweiten Teil.